Die Krim-Krise ist ein politischer, zeitweilig bewaffneter Konflikt um die Halbinsel Krim, dessen Verlauf durch verdeckte Interventionen und die völkerrechtlich umstrittene Annexion durch Russland im März 2014 bestimmt wurde. Die Gelegenheit für die Russische Föderation ergab sich aus einer Krise in der Ukraine, welche sich später in Teilen des ukrainischen Ostens wiederum zu einem offenen Krieg mit russischer Intervention auf Seiten der Separatisten entwickelt hat. Mit dem Bruch des Budapester Memorandums von 1994 über die Achtung der bestehenden Grenzen der Ukraine sowie weiterer Grundsätze der KSZT-Schlussakte von 1975, der Charta von Paris 1990 und der NATO-Russland-Grundakte 1997 durch Russland besteht eine internationale, völkerrechtliche Krise. Übersicht. Nach den monatelangen Protesten des Euromaidan und dem Rücktritt der ukrainischen Regierung Ende Januar 2014, war am 21. Februar in Kiew eine Vereinbarung über die Beilegung der Krise in der Ukraine getroffen worden. Am 22. Februar 2014 erklärte das ukrainische Parlament den in der Nacht nach der Vereinbarung aus Kiew geflüchteten ukrainischen Staatspräsidenten Viktor Janukowitsch für abgesetzt. In der Partei der Regionen, welche die absolute Mehrheit der Sitze im Parlament der Krim hatte, kam eine Sezession währenddessen nicht einmal zur Sprache. Am 20. Februar hatten russische Offiziere mit Politikern auf der Krim Gespräche zur Bestimmung eines neuen Premierministers durchgeführt. Gleichzeitig begann gemäß der an Truppen und Politiker verliehenen Medaille für die Rückholung der Krim der Einsatz der russischen Truppen. Nach russischen Angaben hätte der russische Präsident Putin am Morgen des 23. Februar 2014 erklärt, dass man Vorbereitungen zur Rückholung der Krim zu Russland treffen müsse. Dies gemäß russischer Sichtweise, um den Bewohnern die Möglichkeit zu geben, über ihr eigenes Schicksal zu entscheiden. Am 25. Februar kam es zu gewalttätigen Zusammenstößen zwischen pro-ukrainisch eingestellten Krim-Tataren und pro-russischen Demonstranten vor dem Parlamentsgebäude in Simferopol, in dem, nach Medienberichten, das Parlament bereits über den Verbleib der Autonomen Republik Krim in der Ukraine entscheiden wollte. Am 27. Februar wurde erstmals direkt über den Einsatz der auf der Krim stationierten russischen Truppen berichtet. Das Militär besetzte strategisch wichtige Gebäude und Einrichtungen. In den folgenden Tagen kam es unter Ausschluss der Öffentlichkeit und unter Abschirmung durch diese Truppen zu einem Machtwechsel in der Regierung der Autonomen Republik Krim. Zusammen mit Russland bestritt die neue, selbst nicht demokratisch legitimierte Regierung der Krim die Legitimität der Übergangsregierung der Ukraine, nachdem sich das Parlament am 6. März für einen Anschluss an Russland ausgesprochen hatte, wurde am 16. März eilig ein nach ukrainischem Recht illegales Referendum über den Status der Krim abgehalten. Nach den veröffentlichten Resultaten sprachen sich 96,77% der Teilnehmer für einen Beitritt der Krim zur Russischen Föderation aus. Die Wahlbeteiligung habe bei 83,1% gelegen. Der russische Menschenrechtsrat berichtete nach Gesprächen mit Journalisten, Menschenrechtsaktivisten, Anwälten und anderen Bewohnern der Krim im April 2014, dass die tatsächliche Wahlbeteiligung nur 30-50% mit einer Zustimmungsquote von 50-60% betragen hätte. Bereits am Tag darauf stellte die Republik Krim einen Beitrittsantrag an die Russische Föderation. Am 18. März wurde im Anschluss an eine Ansprache Putins im Kreml der Vertrag über den Beitritt der Krim sowie der Stadt Sewastopol als 84. bzw. 85. Föderationssubjekt in den russischen Staatsverband unterzeichnet. Seit der Ratifikation dieses Vertrags durch den russischen Föderationsrat am 21. März 2014 sieht die russische Föderation die Republik Krim und Sewastopol als Teil Russlands an. Die Ukraine erkennt dies nicht an, sondern betrachtet die gesamte Krim weiterhin als ukrainisches Staatsgebiet. Russland, international isoliert, hatte mit seinem Veto zwar einen UNO-Sicherheitsratsbeschluss
Krieges verhindert, der die internationale Gemeinschaft verpflichtet hätte, das Resultat des durchgeführten Referendums nicht anzuerkennen. Der Grundsatz gilt indes auch ohne Beschluss. Der Anschluss, die Annexion der Krim kann nach völkerrechtlich geltenden Regeln nicht anerkannt werden. Die UN-Vollversammlung erklärte das Referendum und die Sezession der Krim mit der Resolution 68/262 für ungültig. Dies mit einer Mehrheit von 100 Stimmen gegen 11. Dabei enthielten sich 58 Staaten in Afrika sowie ein Großteil des asiatischen Kontinents, inklusive Indien und China, der Stimme. Nach UN-Angaben waren von Beginn der Krim-Krise bis Mai 2014 10.000 Menschen vertrieben worden. Die Vertriebenen sind hauptsächlich Krim-Tataren, Ukrainer und Russen. Hintergrund: wechselnde politische Zugehörigkeit. Die Krim machte im Laufe der Geschichte eine wechselvolle politische Entwicklung durch vor der 300-jährigen osmanischen Herrschaft ab 1475 war sie mongolisches und genuesisches sowie mit dem Fürstentum Theodoro letztes verblieb eines Gebiet des byzantinischen Imperiums. Im russisch-türkischen Krieg geriet die Halbinsel unter russische Kontrolle. Auch der Krimkrieg 1853 bis 1856 änderte trotz der russischen Niederlage an der Zugehörigkeit zum zaristischen Russland nichts. Auch Phasen der Autonomie gab es immer wieder, so 1917-18 als Volksrepublik Krim und von 1921 bis 1946 als autonome sozialistische Sowjetrepublik der Krim. Von 1946 bis 1954 gehörte die Halbinsel innerhalb der Sowjetunion als Oblast zur russischen, danach bis 1991 zur ukrainischen Sowjetrepublik. Im Zuge der Auflösung der Sowjetunion 1991 wurde die ukrainische sozialistische Sowjetrepublik am 24. August 1991 in den bestehenden Grenzen, also einschließlich der Krim, zum unabhängigen ukrainischen Staat. Beim Referendum über die Unabhängigkeit der Ukraine vom Dezember 1991 stimmten 54% der Wähler in der autonomen sozialistischen Sowjetrepublik der Krim mit Ja. Bevölkerung der Krim: nach der russischen Eroberung der Krim im 18. Jahrhundert siedelten sich zunehmend Russen und Ukrainer auf der Krim an. Bis Ende des 19. Jahrhunderts stellten die vorwiegend sunnitischen Krim-Tataren noch die Bevölkerungsmehrheit. Unter Josef Stalin wurde 1944 die gesamte tatarische Bevölkerung, die pauschal der Kollaboration mit den deutschen Invasoren bezichtigt wurde, in die Uralregion nach Sibirien und nach Usbekistan deportiert und durch neu angesiedelte Russen ersetzt. Tatarische Historiker schätzen, dass bei den Deportationen und Zwangsansiedlungen bis zu 45% der tatarischen Bevölkerung ums Leben kamen. Den überlebenden Krim-Tataren und ihren Nachkommen wurde erst 1988 erlaubt, in ihre Heimat zurückzukehren. Ihr Bevölkerungsanteil stieg in der Folge von 1,9% im Jahr 1989 auf 12,1% im Jahr 2001 an. Bei der Volkszählung von 2001 bildeten die Russen mit 58,5% die größte ethnische Gruppe, gefolgt von den Ukrainern mit 24,4%. Neben den Krim-Tataren zählen laut der Volkszählung von 2001 auch Weißrussen, Tataren, Juden, Deutsche, Armenier, Bulgaren, Griechen, Koreaner unter anderem zu den Minderheiten. Russisch ist die dominierende Sprache der Krim. Etwa 5% der Schüler besuchten 2005 ukrainischsprachige Schulen. Russischer Flottenstützpunkt. Die russische Schwarzmeerflotte ist seit ihrer Gründung 1783 auf der Halbinsel Krim stationiert. Nach der Auflösung der Sowjetunion im Jahr 1991 teilten die Russische Föderation und die Ukraine sich die Flotte und schlossen 1997 einen Pachtvertrag zur Fortführung des Aufenthalts russischer Streitkräfte auf der Krim. 2010 wurde der ursprüngliche Pachtvertrag, der 2017 abgelaufen wäre, bis 2042 verlängert. Im Jahr 2008 hatte der damalige Präsident Viktor Juschtschenko während des Kaukasuskrieges Russland mit der Sperrung der Krim-Häfen gedroht. Obergrenzen des Vertrags sind 388 Schiffe, 161 Fluggeräte und 25.000 Soldaten. Im Jahr 2010 zählten mehr als 16.000 Soldaten und über 40 Schiffe zur russischen
Schwarzmeerflotte. Nach Schätzungen des ukrainischen Außenministeriums befanden sich am 10. März 2014 rund 19.000 russische Soldaten auf der Krim. Die russische Marine verfügt auf der Krim über 180 Quadratkilometer Fläche, davon 30 Quadratkilometer Hafengelände in Sewastopol. Politischer Umbruch in der Ukraine 2014. Am 21. Februar 2014 nach der Eskalation der Euromaidan-Proteste unterzeichnete der ukrainische Präsident Janukowitsch eine Vereinbarung zur Beilegung der Krise mit den Oppositionsführern Vitali Klitschko, Oleg Janibok und Arseniy Jazenjuk, die von den Außenministern Deutschlands, Polens und Frankreichs Frank-Walter Steinmeier, Radoslav Sikorski und Laurent Fabius vermittelte Vereinbarung sah neben der Entwaffnung rechtsextremer Milizen auch eine Rückkehr zur Verfassung von 2004, die Bildung einer Regierung der nationalen Einheit und eine vorgezogene Präsidentschaftswahl vor. Die Vereinbarung wurde vom russischen Vermittler Wladimir Lukin nicht unterschrieben und vom Maidan-Rat abgelehnt. In der Folge lief ein großer Teil der Polizei und der Sicherheitskräfte zum Maidan über. Das bestehende Machtgefüge zerbrach und Janukowitsch setzte sich zunächst nach Charkiw, später floh er nach Russland. Am 22. Februar 2014 erklärte das amtierende ukrainische Parlament Janukowitsch für abgesetzt. Rein legalistisch betrachtet war das Vorgehen nicht korrekt, da der vom Parlament genannte Grund der Verwirkung der Präsidentschaft durch Verlassen des Landes in der Verfassung nicht vorgesehen war. Dennoch erkannten auch alle ehemaligen sowjetischen Republiken außerhalb Russlands die ukrainische Übergangsregierung zumindest implizit an. Russland lehnte eine Anerkennung der Übergangsregierung hingegen explizit ab, nachdem es Janukowitsch selbst aktiv bei der Flucht geholfen hatte. Bei der Bildung der Übergangsregierung kam dem Maidan-Rat eine Schlüsselrolle zu. Er benannte Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten sowie dessen Kabinett, die anschließend dem Parlament zur Zustimmung vorgelegt wurden. Auch drei Mitglieder der rechtspopulistischen Svoboda-Partei wurden zu Ministern ernannt. Neuer Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates wurde Andriy Parubiy, ein Mitbegründer der Svoboda, der nun der Vaterlandspartei von Julia Timoschenko angehört und einer der paramilitärischen Kommandanten des Euromaidan war. Die Beteiligung des paramilitärisch auftretenden, radikal-nationalistischen rechten Sektors am Umsturz in der Ukraine wurde von Russland und anderen Akteuren kritisiert. Das ukrainische Parlament beschloss anschließend eine Reihe von Gesetzesänderungen. So wurde am 23. Februar die Abschaffung des Sprachengesetzes von 2012 beschlossen, das die Möglichkeit der Einführung offizieller Regionalsprachen in den ukrainischen Regionen vorsieht. Damit hätte Russisch seinen offiziellen Status im Süden und Osten des Landes verloren, auch andere Minderheitensprachen wären betroffen gewesen. Obwohl der Übergangspräsident Oleksandr Turchynow das Änderungsgesetz mit einem Veto belegte, sorgte es in der mehrheitlich russischstämmigen Bevölkerung der Krim für Unruhe. Diese Unruhe wurde durch russische Medien aufgegriffen und durch propagandistische Berichterstattung verstärkt, die sich auch offensichtlicher Fälschungen bediente. Wiederholt wurde durch staatliche russische Medien die Behauptung verbreitet, die Bewohner der Krim seien durch die neue Regierung in Kiew bedroht, die aus Faschisten und Extremisten bestehe. Ministerpräsident Dmitri Medvedev sprach von einer realen Gefahr für die russischen Interessen in der Ukraine. Auch sein Leben und Gesundheit unserer Landsleute in der Ukraine in Gefahr. Russische Propaganda. Das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte schrieb im Bericht über die Situation der Menschenrechte in der Ukraine von Mitte April. Die Propaganda im Fernsehen der Russischen Föderation habe parallel zu den Entwicklungen auf der Krim signifikant zugenommen. Darunter auch völkerrechtlich verbotene Hasspropaganda. Der deutsche Politikwissenschaftler Andreas Umland sagte Anfang März 2014, die ersten 20 Minuten der russischen Nachrichten seien teilweise reine Hasspropaganda gewesen. Es gibt auch eine organisierte russische Internetpropaganda, die seit dem Ukraine-Konflikt und der Krim-Krise massiv zum Einsatz kommt. Wirtschaftliche und soziale Situation. In der Ukraine wurden Altersrenten wegen des drohenden ukrainischen Staatsbankrotts nicht vollständig ausbezahlt. Das Pro-Kopf-Einkommen auf der Krim beträgt weniger als ein Drittel des russischen. Das jährliche Haushaltsdefizit der Krim wird auf umgerechnet
umgerechnet 55 Milliarden Rubel geschätzt. Öl- und Gasfelder im Schwarzen Meer. Vor der Küste der Krim liegen große, noch nicht erschlossene Öl- und Gasvorkommen. Zur Erschließung des Gasfelds Schiefska hatte die ukrainische Regierung Ende 2013 ein Abkommen mit einem internationalen Konsortium, angeführt von ExxonMobil, geplant, dessen Unterzeichnung jedoch verschoben wurde. Deren russischer Konkurrent Lukoil war 2012 in einem Bieterverfahren unterlegen. Ab 2017 sollten jährlich bis zu 10 Milliarden Kubikmeter Gas gefördert werden. Die Ausbeutung aller Offshore-Vorräte hätte etwa ein Fünftel der ukrainischen Gasimporte ersetzen können. Die gesamten Vorräte werden vom ukrainischen Ministerium für Ökologie und natürliche Rohstoffe auf insgesamt bis zu 8 Billionen Kubikmeter geschätzt.